Die Versteigerung von Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G spülte dem Staat rund 188 Millionen Euro in die Kasse ein. A1 Telekom Austria zahlten 64 Millionen Euro, T-Mobile 57 Millionen Euro und 3 Hutchison 52 Millionen Euro. Das gab die zuständige Behörde am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Weitere Bieter waren Mars Response 1,8 Millionen Euro, Lee West 5,3 Millionen Euro, Salzburg AG 4,4 Millionen Euro und Holding Graz 3,0 Millionen Euro. Die Auktion fiel für die Branche damit deutlich günstiger aus als jene für die Vorgängertechnologie LTE 4G im Jahr 2013. Für die Lizenzen zahlten die Mobilfunker damals über 2 Milliarden Euro, das war ein erster, sehr erfolgreicher Schritt in Richtung einer raschen Umsetzung von 5G in Österreich, sagt Telekom-Regulator Johannes Gungel zur gerade abgeschlossenen 5G-Pionierbandvergabe. 80 bis 100 MHz sieht die EU als effizienten Wert an, um drahtlose, breitbandige 5G-Dienste einzuführen. Zur Versteigerung gelangten bei der jetzigen ersten Auktion Frequenzen von 3,4 bis 3,8 GHz. Laut Verkehrsministerium können Mobilfunker damit in den Städten hohe Bandbreiten anbieten, andererseits können sie von regionalen Anbietern genutzt werden, um Breitbandkunden in Randlagen zu versorgen. Das Horten und Brachliegenlassen der Frequenzen ist nicht möglich. Je nach Frequenzmenge und Region muss ein Anbieter bis zu 1000 Standorte versorgen. Rund ein Drittel davon schon bis Ende 2020. Österreich machte damit den ersten Schritt in die digitale 5G-Zukunft, so FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer. Punkt. Was 5G für die Nutzer in Österreich bringt, lesen Sie hier größer als bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen. Red.